Was mich an meiner Forschung so beeindruckt hat, ist, dass dieses Thema der Saponine bisher in der Forschung noch gar kein Thema war. Denn es steckt so viel Potenzial in den Schäumen zum Stabilisieren von Gasblasen, dass ich finde, genau da müssen wir weitermachen. Hallo, ich bin die Nathalie Feller und Doktorandin am Fachgebiet Pflanzliche Lebensmittel der Universität Hohenheim. Heute zeige ich euch, wie wir an der kleinsten Backstraße der Welt und mit der Erforschung dieser kleinen Brote trotzdem einen so großen Beitrag für die Wissenschaft leisten. Das große Problem, mit dem wir uns beschäftigen, betrifft gut 1% der Weltbevölkerung, die Glutenunverträglichkeit. Glutenfreie Produkte gibt es zwar schon lange auf dem Markt, aber vor allem den glutenfreien Backwaren fehlt es an einem, der Fluffigkeit. Darum forschen wir mit dieser Backstraße an quasi maßgeschneiderten Alternativen, die die Teige fluffig machen und die Brote voluminös und auch gleichzeitig von Menschen mit Glutenunverträglichkeit verzehrt werden können. Gluten ist weltweit das größte Protein, welches in Teigen und in den Broten für die Stabilität der Luftblasen verantwortlich ist. Fehlt Gluten, sind die Teige ähnlich einem Kuchenteig und instabil. Es fehlt ihm also an Volumen. Wird das Protein Gluten von Menschen nicht vertragen, jedoch für voluminöse Brote benötigt, dann müssen wir nach Alternativen forschen. Und genau das machen wir hier an mehreren Fronten. Zum einen verwenden wir pflanzliche Proteine, zum Beispiel aus Erbse oder Raps, und zum anderen schäumende Pflanzenstoffe, sogenannte Saponine, die wir bisher aus Quinoa-Kleie und Gänseblümchen gewonnen haben. Mit diesen alternativen Proteinen und Saponinen stellen wir Teige bzw. Schäume her, die wir im ersten Schritt in der Gärstraße bedampfen und im zweiten in einem traditionellen Durchlaufbackofen erhitzen. Am Ende testen wir, welche Variante zu welchem Effekt geführt hat, also wie voluminös sind die Brote und natürlich auch, ob sie schmecken. Wir verfolgen mit unserer Forschung zwei große Ziele. Wir möchten zum ersten schon bei der Pflanzenzüchtung ansetzen. Denn können wir die Anforderungen an die Pflanzen genau definieren, also welche Saponine oder Proteine enthalten sein sollen, so könnten die Züchter schon spezifische Sorten anbauen, die für unseren Zweck geeignet sind. Dafür wägen wir eine Zusammenarbeit mit den AgrarwissenschaftlerInnen der Universität Hohenheim ab. Und zum Zweiten wollen wir nicht nur Brote herstellen mit einem großen Volumen, nein, sie sollen auch besonders gut schmecken und einen hohen Nährwert haben. Viele Saponine sind bitter und manche sogar giftig. Und genau deswegen müssen wir auch hier mit unserer Forschung ansetzen. Man sieht, wie viel Potenzial in dem Thema Proteine, Saponine und Proteinalternativen steckt. Und das alles macht die Forschung auf diesem Gebiet für mich so unglaublich spannend.